Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man Chocolate Chip Cookies, also amerikanische Cookies, macht. Und es geht auch jetzt schon los. So, wir machen mal wieder unsere Maschine. Und da kommen jetzt 200 Gramm aufgelöste Butter, die ich ein bisschen habe abkühlen lassen, rein. Das ist das Erste. Abtropfen lassen noch, dass wir auch alles mitnehmen. Das ist eine schöne Sache, weil man das mal prima am Wochenende jetzt zur Kaffeezeit auf der Terrasse knabbern kann. Oder wenn Besuch kommt, dann hat Mama was da. Die halten sich ja auch ein bisschen. Und die Kids lieben die auf jeden Fall. Das ist eine leckere Geschichte. So, als nächstes kommen Gramm Zucker, der ganz normale. Man kann aber auch Birkenzucker nehmen, aber es ist eigentlich egal, weil da kommen jetzt noch 160 Gramm gleich Rohrzuckerbrauner rein. Das ist relativ viel Zucker. Also da kann man sich das dann auch sparen oder man macht Hälfte, Hälfte. So, das war der normale Zucker. Und jetzt kommen noch 160 Gramm Rohrzucker dazu. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Aber ich denke schon. Ein bisschen rangehen hier. Ich versuche mal ein bisschen darauf zu halten. Ich glaube, so ist es besser. Okay. Ja, das gefällt mir besser. So, dann kommen als nächstes ein Teelöffel Salz. Ich nehme mehr Salz. Meine kleine Tüte hier wieder. Und rein damit. So, und weiter geht's auch schon. Es geht hier zack, zack heute. Ich weiß, das letzte Video mit den Zartbierspießen war ein bisschen langwierig geworden. Aber irgendwie, ja, irgendwie ging das nicht anders. Also dieses hier werden wir ein bisschen flotter machen. Aber das Rezept ist sehr gut. Es hat uns richtig gut geschmeckt. Das kann ich nur empfehlen. Guckt euch das mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall, das nachzukochen. Und toll jetzt auch für die Grillsaison, ne? Also ich habe hier jetzt so flüssige Vanille. Ich nehme hier dieses ganze kleine Gefäß und ich guck mal, wie viel da drin ist. 20 Milliliter. 26 Gramm. So. Es gibt auch andere Fläschchen und so im Supermarkt. Da kann man sich dann austoben. Ich habe jetzt dieses hier von dem Supermarkt mit dem großen A. Naja. So, das muss jetzt sich hier ein bisschen auflösen. Ich mache jetzt mal ein bisschen doller hier. Flotti, flotti. Das sieht schon ganz gut aus. Und das hat auch nicht zu viele Zutaten. Also da kommt jetzt nicht mehr allzu viel. Den Ofen auf Umluft 160 Grad vorheizen, habe ich schon gemacht. Und schon mal ein Blech bereitlegen mit Backpapier unter. Aber wir müssen auch gleich, wenn der Teig fertig ist, das nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Dann ist es auch nicht ganz so klebrig. Also man muss sowieso dann noch mal zwischendurch pausieren. Aber ich dachte, es schadet nicht, den Ofen schon mal anzuheizen. Ja. Naja. Also Cookies, eine leckere Sache.
Ja, das wird langsam, löst sich das hier so ein bisschen schon auf. Das Schöne ist ja mit diesem Rohrzucker, das karamellisiert nachher dann schön im Ofen. Und die Kekse, die gehen ja auch noch ein bisschen auf dann. Also die sind auch nicht ganz so fest, die sind schön luftig, duftig sozusagen. Und die schmecken einfach gut. Also dieses Rezept, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gemacht habe. Ja, wenn ich nur die halbe Menge mache, dann sind die ganz flott weg, wenn ich die am besten schon gleich, wenn sie heiß sind, werden die denn hier gegessen. Also ja, und man muss nicht großartig irgendwas ausrollen an Teig und da ausstecken. Das kann man alles gleich so machen, das zeige ich euch, ohne irgendwelche Utensilien. Das ist eine gute Sache. Und kinderleicht. Also besser geht's auch nicht. Und wenn man die probiert hat, dann wird man keine gekauften mehr haben wollen. Es ist auch so einfach, die zu machen. Also, ja, ich denke mal, das ist machbar für jeden. Sieht es jetzt aus? Schon ganz gut. Also dann können wir schon mal die Eier, zwei Eier, kommen dann jetzt noch dazu. Alles verquirlt. Und ja, so sieht das aus, ne? Das sieht doch gut aus. So, und dann können wir auch schon ein Päckchen Backpulver damit rein. Ein ganzes Päckchen. Eine große Menge Kekse, die ich hier mache. Man kann auch die halbe Menge nur machen von dem Ganzen. Aber ich habe morgen ein paar Leute zu versorgen. Und ja, da werde ich die auf jeden Fall dann auch mit hinstellen. Und ich werde auch nachher einen Zupfkuchen noch machen mit Quark. Den werde ich euch dann auch noch zeigen. Ja. So. Ich mache mal eben erstmal Mehl rein. So, dann haben wir jetzt hier 400 Gramm helles Weizenmehl oder ich habe das helle Dinkelmehl natürlich wieder genommen. Das kommt uns besser. Schon mal 200 Gramm. Und jetzt kommen noch mal 200 Gramm dazu. Ist leichter dann einzufüllen. Deswegen habe ich hier die zwei Schälchen genommen. So. Und jetzt macht die Maschine die Arbeit. Also, keine große Sache. Wir machen nur noch mal jetzt ein bisschen doller. Und der Teig, der ist so lecker. Den kann man auch so naschen, wer das mag und nicht davon Bauchschmerzen kriegt. Der kann das gerne mal probieren, aber ja, die Kekse sind schon klasse. Oh, das sieht schon gut aus. Super. Dann kommen jetzt gleich nochmal zwei Pakete von diesen Chocolate Chunks rein. Da sind drin jeweils 100 Gramm, also 200 Gramm von diesen Chocolate Chunks. Kann natürlich auch andere nehmen. Ich habe jetzt diese hier genommen. Für irgendwas muss man sich ja im Laden entscheiden. Und diese hier, die haben sich einfach bewährt bei uns. Das muss man ja einfach mal sagen. Man kann, also ich habe jetzt Zartbitter genommen, man kann aber auch Vollmilch nehmen. Die gibt es ja in allen möglichen Schokosorten. Was auch ganz gut geschmeckt hat, war Zartbitter. Eine Packung und eine Packung weiße Schokoladenchunks. Das war auch mal interessant. Und dann gibt es diese Chunks auch noch als Karamell. Da hatte ich mal Vollmilch-Chunks und die Karamell-Chunks gemischt. Also das geht auch gut. So, das sieht doch schon mal lecker aus. So, und jetzt machen wir auf langsam, weil wir wollen die auch nicht zertrümmern hier, die Schokoladen-Chunks. Da kommt schon mal eine Tüte rein. Das ist ein ganz flottes
Rezept hier, das Ganze. So. Und die zweite. Knister, 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 weg mit der Packung. Ja, das ist es auch schon. Gucken wir mal, dass es einmal kräftig durchgemischt ist. Mischen, mischen, mischen. Aber es sieht schon ganz gut aus. So. Und jetzt ist die laute Maschine endlich aus. Wir kratzen hier den letzten Rest ab. So, 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 so. Und haken das hier aus. Und dann mache ich das immer nur, dass ich das so ein bisschen, das mache ich ja beim Brot auch immer, so ein bisschen zusammenklebe, dass das ein so ein Batzen ist. Genau. Und dann mache ich da einfach ein bisschen Folie drüber. Und dann kommt das so, ja, für eine halbe Stunde, nicht länger. Und die Folie ist auch ganz wichtig, das trocknet sonst aus. Kommt es für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann hole ich das wieder raus und dann geht's weiter. So, das war's erstmal. Bin gleich wieder da. So, jetzt geht das hier weiter mit unseren Cookies. Und ich nehme hier mal die Folie ab. Ja, der Teig ist schön fest geworden. Dann lassen die sich nämlich besser formen auch. Und jetzt nimmt man da einfach so ein bisschen was ab. So ein kleines bisschen, möglichst auch Schokolade. Macht eine Kugel, aber ich glaube, die ist ein bisschen zu klein. So, das muss man erstmal einmal rausfinden. Macht eine Kugel, drückt diese Kugel platt und legt einfach den Keks auf das Backpapier aus. So, das machen wir jetzt ein paar Mal. So, möglichst die gleiche Menge und platt drücken. Und das ist der nächste Cookie. Nicht zu eng legen, weil die werden noch größer. Nächster Cookie. So werden die immer relativ gleichmäßig rund. So. Nächster Cookie. Und so machen wir das weiter, bis das ganze Blech voll ist. Und wenn das voll ist, dann machen wir ein zweites Blech. So, das ist jetzt gerade ein bisschen viel, würde ich sagen. So, aber das macht nichts. Naja, so hundertprozentig gleichmäßig müssen die nicht sein. Gut, es gibt Leute, die haben den Anspruch. Wir können das auch meinetwegen dann abwiegen. Ja. So. So, und unseren Ofen hatten wir ja auf 160 Grad Umluft vorgeheizt. Der ist auch gerade richtig temperiert jetzt. Und der nächste Keks. Und das ist, geht sehr simpel und schnell. Da können Kinder auch helfen bei. Die haben ja auch immer Spaß daran. Da geht aber auch dann immer ein bisschen mehr Teig in den Mund als auf das Blech. Aber so ist das. Das soll ja auch Spaß machen, ne? So. Falls die so groß werden, dass sie ein bisschen sich berühren, im Ofen, das ist auch nicht weiter schlimm. Die kann man ganz normal dann vom Blech runternehmen und da klebt nichts zusammen. Also das hatte ich schon öfter. So. Es macht eigentlich Spaß, finde ich. Also das ist eine Tätigkeit. Ja, meine sind sehr ungleichmäßig, aber das macht nichts. Von der Größe her.
Manche sind größer, manche kleiner. Man kann zwei Größen machen und die dann nachher sortieren. Die eine Größe ist für den Kaffeetisch, die eine andere Größe für die Familie zum Naschen. Wie auch immer. Es ist nicht weiter schlimm. So perfekt muss das alles nicht sein, finde ich. Hauptsache es schmeckt. So, jetzt mache ich aber einen, der ist mir ein bisschen sehr groß. Ich roll den gleich nochmal. Jetzt mache ich nochmal ein paar kleinere hier am Rand. So. Der war ein bisschen groß geraten. So. Noch ein. So, und wenn das alles fertig hier gerollt und ausgelegt ist, ziehen. Dann kommt das ja bei 160 Grad in den Ofen, also Umluft, und für 12 bis 15 Minuten. Da muss man mal antesten, wie der Keks sich denn anfühlt, ob er noch zu weich ist oder ob man ihn schon leicht mit einem Spatula dann rausheben kann. Aber das ist ja auch nicht das Problem, ne? So, und danach geht es dann weiter mit dem nächsten Blech. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es ausgebacken ist. So, und hier sind schon die ersten Kekse, die ich hier aus dem Ofen geholt habe. Die sind sehr schön geworden. Also sie sind, wenn sie noch heiß sind, ein ganz klein bisschen weich. Aber sobald sie abkühlen, werden sie auch fest. Also so sind sie jetzt eigentlich perfekt. Man kann die jetzt erstmal ordentlich abkühlen lassen. Und dann kann man die testen. So, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen und dass ihr das dann auch nachbackt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, hier sind sie sehr beliebt, diese Kekse. Und ja, und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like sehr freuen, über ein Abo natürlich auch, wenn man noch nicht abonniert hat. Ja, dann kann man meine neuesten Videos dann immer gleich sehen. Und ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Rezept und ja, Erfolg, und wünsche mir, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet hier auf meinem Kanal, und freue mich schon auf das neue Video dann. Okay, dann erstmal tschüss, ihr Lieben.